You hit like a vegetarian. Try this. Die zwei größten Actionhelden aller Zeiten zusammen in einem Film als Hauptdarsteller. Escape Plan. Damit seid willkommen beim Sammlerplatz. Das Steelbook des gemeinsamen Films von Stallone und Schwarzenegger. Ich weiß, die haben vorher auch schon in den Expendables-Filmen zusammen mitgespielt. Aber da war ja eher Stallone die prägende Figur und Schwarzenegger war immer nur so eine kleine Randfigur. Im dritten Teil war er ein bisschen größer oder im zweiten, aber so wirklich beide auf Augenhöhe waren sie jetzt da nicht. Deswegen sieht man hier sie zusammen, wobei es auch wieder mehr ein Stallone-Film ist, wenn man ganz ehrlich ist. Aber egal, es ist trotzdem ein sehr toller, ja, geiler Film jetzt nicht unbedingt. Also es ist jetzt nicht zum Zungeschnalzen, aber schon ein sehr schöner Film herausgekommen. Ich weiß, mit Logik ist da hier ist so ein bisschen hapert hier und da ein bisschen, aber so insgesamt hat der Film mir auf jeden Fall Spaß gemacht und kann man sich auf jeden Fall als Fan definitiv angucken und ist auch definitiv empfehlenswert. So, dann gucken wir uns mal das Steelbook an. Ist von Concorde und natürlich auf Blu-ray. Und ja, das Mediabook von vorne gefällt mir schon mal gut. Das ist alles hier geprägt, also Escape Plan. Finde ich schon mal sehr schön gemacht. Und die beiden Käfige, wo sie drin hocken. Hier ist Stallone und Schwarzenegger. Und die Mitte ist ebenfalls geprägt. Und der Boden des Gefängnisses sozusagen auch. Finde ich schon mal sehr schön. Prägungen sind immer eine schöne Sache. Und ja, ist schon mal ganz schick von vorne. Deswegen, wie gesagt, die Prägung, vielleicht seht ihr das. Könnt ihr, denke ich mal, eigentlich ganz gut sehen. Gefällt mir sehr gut, auch von Farbgebung her, das passt alles. Finde ich sehr schick. Dann von der Seite nochmal hier. Ich finde übrigens diese Art von Steelbook, wie das zusammengeheftet ist, sehr gut. Habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt. Ich habe nämlich, meine ich, schon mal dieses Art vom Steelbook vorgestellt. Weiß ich jetzt aber nicht mehr genau, lege ich mich nicht drauf fest. So, dann die Rückseite. Ja, da hätte ich zum Beispiel geiler gefunden, wenn meistens sind ja dieses Informationsteile mittlerweile nur noch als Blättchen so dran geheftet und das eigentliche Steelbook ist hinten eigentlich nur komplett ohne Schrift oder alles, meistens nur ein Bild. Ist hier jetzt nicht, aber weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich tue die Heftchen dann meistens immer hier in die Innenseite mit rein. Genau, da sehen wir nochmal die ganzen Infos, Bonusmaterial, was da noch drauf ist, Making-of. Könnt ihr die Inhaltsangabe nochmal durchlesen. Explosives Thriller-Highlight, ja, kann man auf jeden Fall so sehen. Spannend war der auf jeden Fall. So, dann gucken wir mal von innen. Genau, hier sehen wir dieses, was zum Beispiel auch die 84 Steelbooks haben. Das zusammengeheftet, finde ich super perfekt, weil die gehen so nämlich auf, dass sie direkt auf einer Höhe sind. Sehr schön. Ja, so, dann gucken wir uns nochmal das Steelbook von innen an. So, ja, ihr seht schon, leider kein Hintergrundbild. Finde ich immer ein bisschen schade. Man sieht zwar hier noch ein bisschen die Prägung hier in der Innenseite, aber sonst leider nichts. Ihr könnt über ein Booklet reinheften, leider auch nicht dabei. Dann tun wir die CD mal raus. Blu-ray, ach Gott. So. Und ihr seht, nur weiß, nichts Buntes, nichts Bildliches. Naja, gut. Was soll's? Ich finde das Steelbook trotzdem eigentlich ganz schön. Das finde ich, siehst du, das ist so, muss man nicht Angst haben, dass irgendwas abknickt oder so. Oder ja, wirklich. Ich glaube, diese Art von Verschluss setzt sich, glaube ich, jetzt auf Zeit durch. So, das war's dann auch schon wieder. Das Steelbook zu Escape Plan ist auch nicht teuer, vielleicht ein Zehner oder so. Da braucht ihr nicht die scheiß Amare holen. Dann könnt ihr euch lieber das Steelbook zulegen. Der Film lohnt sich auf jeden Fall. So, damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal.